Willkommen zur Supertierminute. Wie stellst du dir einen Traumurlaub vor am schönsten Platz der Erde? Ich habe mal Traumurlaub gegoogelt und als Ergebnis kam diese Seite. Kann man es gut sehen? Wunderschöne Bilder, alle gleich. Blauer Himmel, Palmen und weißer Strand. Wisst ihr eigentlich, was weißen Sand so besonders macht? Ja, erstens, er sieht zauberhaft sauber aus und zweitens wird er nicht so schlammig wie normaler Sand. Und drittens ist er nicht aus Quarzstein, so wie der Sand in den meisten Wüsten, sondern aus Kalkstein. Der stammt von den Skeletten der Korallen, die ganz nahe am Strand die Riffe bewachsen. Das sind diese leuchtenden Farben haben, sehen aus wie Pflanzen. Und so ungefähr sehen dann die Überreste aus, die Skelette. Die sind steinhart. Aber wie, bitteschön, wird aus diesen Skeletten feiner Sand? Ich bin diesem Geheimnis auf die Spur gegangen und ich fand, wie sollte es anders sein, ein Supertier. Einen Superfisch, um es genau zu sagen. Hier ist er. Kann man ihn sehen? Den gibt es in allen Größen, also von 3 cm bis zu 1 Meter. Und weil er so bunt ist und einen so harten Schnabel statt einem Maul hat, nennt man ihn Papageifisch. Passt gut, oder? Papageifische gehören zu meinen Lieblingsfischen. Beim Schnorcheln im seichten Wasser habe ich die immer wieder gesehen. Und vor allem gehört. Die knabbern nämlich den ganzen Tag laut vor sich hin. Die fressen da kiloweise Korallen. Aber nicht, dass ihr denkt, die verdauen die. Als Nahrung brauchen sie nämlich nur die winzigen Algen, die da drin stecken. Also wandert mehr als die Hälfte, zerkleinert und unverdaut, wieder aus dem Körper hinten raus. Als weißer Sand. Wirklich? Ein einziger Fisch erzeugt im Jahr ca. 90 Kilo Sand. Und zusammen schaffen die natürlich viele, viele Tonnen. Ja, ich glaube, Gott wusste, dass es ohne Papageienfische all die Paradiesstrände gar nicht geben würde. Danke, lieber Gott.